Der Titel des Albums 1825 ist auch das Baujahr der Harfe, mit der ich dieses Album aufgenommen habe. Für mich war das eine ganz neue Erfahrung, weil diese Instrumente, obwohl sie der modernen Harfe ähneln, doch eine ganz andere Klangwelt haben. Für die Repertoirewahl des Albums habe ich mich einerseits auf die Epoche bezogen, also es sollte alles frühes 19. Jahrhundert sein, dass es auch zum Instrument passt. Ein weiterer wichtiger Punkt war, dass alle Komponisten einen Bezug zu Wien haben. Hatte Harfe zu spielen, schien die Harfe für mich immer sehr exotisch, weil in Wien gab es kaum Harfenkonzerte und wenn ich gesagt habe, ich spiele Harfe, dann kam immer, was ist denn das? Und ich habe dann irgendwann bemerkt, dass es doch einige wichtige Harfenisten gab, die in Wien gelebt haben. Es gab Wiener Harfenbauer, es gab auch sehr viele interessante Events, also es war schon was los. Wenn man Harfe spielt, kommt man dem Kitsch natürlich auch oft gefährlich nahe. Und das Repertoire beinhaltet auch Werke, die man in diese Kategorie geben würde. Tatsächlich war mir aber wichtig zu zeigen, dass diese Werke zum Zeitpunkt ihrer Entstehung revolutionär waren. Also da gibt es Techniken, die wurden bis zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht eingesetzt. Es war mir wichtig, dass das Album auch zeigt, dass diese Stücke zwar alt sind, aber nicht altmodisch.